Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl und wir starten heute mal wieder durch in eine Runde Ranked. Ich bin jetzt hier ein bisschen weiter vorgekommen im Ranked, habe ein bisschen mit einem neuen Zu probiert, was ist hier jetzt wieder los, mit einem neuen Zu ein bisschen probiert zu spielen. Der ist nicht so ganz probe, aber er ist ganz okay, aber halt nur für die niedrigen Ranks. Aber angeblich könnte man mit dem hier Legendary erreichen. Ich will ihn euch einfach mal schön vorstellen und zeigen. Und hier ist gerade draußen voll der Lärm. Ich weiß auch nicht warum. Wir spielen es aber nur im Casual, weil ich mir nämlich jetzt meine Stufe 17 nicht hier platt machen will. Er ist ein bisschen seltsam und er ist, ich muss sagen, ich habe ihn vollständig nachgebaut. Von einer Seite, die ich euch am Ende nennen werde, weil ich sie gerade... doch, jetzt fällt sie mir wieder ein. Icy Veins kennt man natürlich. Ein Zulog. Wollte ich einfach mal ausprobieren, weil der mir empfohlen wurde von jemandem. Secret, alles Secret. Kann ja hier nicht meine Quellen ausplaudern. Und dann zeige ich euch jetzt einfach hier mal gegen diesen guten Schamanen. Und ihr seht schon, aha, typische Karten für einen... Oh wow, er hat also Naxxramas auf Hero durchgespielt, auf Heroic. Sind wir ja gerade auch dabei, bei Naxxramas zu spielen. Das werdet ihr wahrscheinlich heute... Heute ist der 20. Ja, heute kommt die erste Folge raus um 18 Uhr, wenn ich das gerade richtig weiß. Das werdet ihr also dann auch mitkriegen. Soll ich jetzt gleich mal hier raushauen? Ja, komm, wir hauen gleich mal das Nerubian Egg raus. Mit dem kann er wenig anfangen. Ist also gut. Und dann können wir gleich den hier raushauen und ihm gleich einen Schaden machen. Wir haben also ein sehr, sehr schönes Follow-up und wenn er das Nerubian Egg zerstört, hat er natürlich jetzt auch direkt erstmal ein Problem. So, come on, my friend, come on. Lass mal hier alles putt machen. Immer noch keine Ampel. Immer noch nicht. Ah, da ist sie doch. Hat zwar eine Weile gedauert, aber die Ampel haben wir jetzt auch endlich. Er lässt sich sehr, sehr lange Zeit. Grüßen wir ihn mal. Okay, holt sich ein Totem. Kriegt natürlich gleich mal ein OP-Torn-Totem. Boah. Ich überlege mir gerade, was ist hier besser. Das hier oder das hier. Ich hätte mal fast gesagt, wir spielen den hier drauf, machen so. Kriegen dadurch das Totem instant weg. Und können dann als nächstes hier den hier zwischen die zwei spielen. Holt sich noch ein Totem, hat wohl keine guten Karten gerade für den Anfang auf der Hand. Okay, ein 1-1er ist also relativ gut, wenn wir das hier jetzt dazwischen spielen. Auch wenn wir jetzt einen Mana verfallen, das machen wir jetzt so. Und train hier, und geben hier ihm eins ins Gesicht. Trainen tun wir ja gar nicht. Jetzt hat er 4 Mana. Was können Schamanen für 4 Mana spielen? Ich glaube, die können da schon relativ krasse Karten spielen. Okay, er hext. No! Warum hext du Penner? Wie kannst du es wagen? 4 Mana haben wir jetzt also. Wenn er dann mal seinen Zug beenden würde, hat nur noch einen Mana. Kann man mit einem Mana was spielen? Theoretisch ja. Nur was ist die Frage? Und was spielen wir als nächstes raus? Ah, er hat endlich gesehen, dass er nicht auf fertig gedrückt hat. Vielen Dank. Ihr hört, ihr lernt das schon wieder. Ich werde mal gesagt, wir spielen jetzt den hier fast hier rein. Auch wenn der jetzt hier verliert, ziehen wir noch eine Karte. Der Defender of Argus ist natürlich sehr, sehr nice. Das war jetzt mit Absicht, dass ich das hier reingespielt habe. Die Frage ist, kommt... Lol. Okay, damit haben wir wohl die erste Runde schon gewonnen mit dem neuen Warlock. Aber ich hätte mal gesagt, ja, wir haben hier die Quest, jetzt hier mal ein bisschen beenden. Ich hätte aber mal gesagt, wir gehen jetzt weiter mit unserem Scrawlock. Versuche ich ja gerade hier ein bisschen die Ranks hochzutreiben. Ihr seht schon, ich bin auf 17 mit 2 Sterne. Ich habe jetzt, ich glaube, 3 Spiele gemacht. Oder 2. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich war auf 17.3. Dann habe ich wieder eins verloren. Ja, dann müssten es 3 Spiele gewesen sein. Die ich nicht aufgezeichnet habe. Aber ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen den Rank hochzutreiben. Ich habe auch gerade richtig Bock dazu, ehrlich gesagt. Immer wenn ich Zeit habe, mache ich gerade so ein kleines Spielchen und versuche uns damit in die höheren Regionen zu pushen. So, jetzt gucken wir mal. Eigentlich wäre das so die perfekte Start haben. Komm, die behalten wir jetzt einfach mal. Ich will mal gucken, ob das so funktioniert, wenn wir mit dem hier starten, dann mit ihm weitermachen und dann noch ihn zum Schluss dranhauen. Jetzt haben wir ja hier ein direktes Follow-up sogar.
Mal gucken, was er jetzt gleich raushaut. Wenn er jetzt halt ein Minion spielt, ist es erstmal schlecht. Er könnte theoretisch seinen Totem coinen. Aber das macht man eigentlich nicht so wirklich, oder? Er coint und macht... Macht er wirklich sein Totem? Ja, er totemt wirklich. Ah, ein 1... ist jetzt nicht so geil. Weil ich ehrlich gesagt hier nicht trainen will mit irgendwas. Deswegen geben wir ihm hier 4 direkt ins Gesicht. Er kann jetzt einen davon wegmachen. Ja, gut. Aber an sich wäre mir ein Taunt oder sowas lieber gewesen. Oder ein Heal-Totem oder sowas, was halt keinen Angriff hat. Jetzt kann er halt beide theoretisch wegmachen. Jetzt mal gucken. Jetzt machen wir hier erstmal die Tür zu. Dass uns jemand hier ausspionieren kann. Ah, da holt er den Dust Devil raus. Der ist natürlich sehr, sehr stark. Würde unserer das denn überleben, ist die Frage. Ja, nee, eigentlich nicht. Plus 2. Ah, ist ein bisschen shitty gerade. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir müssen hier halt traden, das ist klar. Ins Gesicht hätten wir mit einer 4 gehen können, aber das hätte sich nicht gelohnt. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass wir im nächsten Zug Ding kriegen. Ah ja, der Hex kommt, der Earthshock sogar. Ah, shit. Ja, aber das hat ihn jetzt schon genug gekostet. Wir hauen jetzt mal hier ein paar Murlocs raus aufs Board, auch wenn die jetzt keine so wirkliche Wirkung mehr haben. Dass er eine aktive Bedrohung sieht, weil wir haben ja noch ein paar andere Murloc-buffende Viecher im Deck. Im nächsten Zug können wir ja... Lol, Lightning Storm. Okay, damit ist unser komplettes Board also leer. Das bringt, es hat auch 2 Overload. Das ist nice. Nice, nice, nice. Okay, können wir den hier mal spielen? Ziehen eine Karte. Hoffen, es ist ein Knife Juggler. Nein, hoffen wir natürlich nicht. Und beenden unseren Zug. Er hat jetzt 3 von 5 Mana. Jetzt mal gucken, was er machen wird. Theoretisch sind beides sehr, sehr, die sind sehr magnetmäßig unterwegs. Also unsere zwei hier. Oh, Feral Spirit. Bringen ihm aber auch nochmal 2 Ding ein. Nice, der bringt uns jetzt natürlich sehr, sehr viel. Ziehen wir mal noch eine Karte. Ja, klar, da rein, genau. Das bringt uns jetzt ganz, ganz viel. Komm, jetzt gucken wir nochmal hier. Warum trifft er immer da rein? So ein Penner, ey. Ja, die Frage ist, gehen wir da jetzt? Ja, komm, wir machen das jetzt einfach so. Machen dann hier so und so, machen das hier einfach mal alles weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz muten, eine Sekunde schnell. Ich frage mich gerade, ob das so sehr intelligent war, was wir hier gemacht haben, weil an sich eigentlich nicht. Er spielt einen Whirling Zap-O-Matic und einen Totem. Natürlich wieder eins, das einen Schaden macht. Boah, Penner! Okay, wir können jetzt theoretisch hier spielen und Sachen machen. Das werden wir jetzt auch tun. Machen nämlich so, machen so, machen so. Und gehen ihm hier hart ins Gesicht und beenden unseren Zug. 11 hat er noch, das heißt, wir müssen ihn nur auf 4 runterbringen. Er müsste jetzt unser komplettes Board clearen oder einen Taunt rausspielen, damit die jetzt irgendwie in Sicherheit wiegt. Dass er jetzt ein bisschen Sicherheit hat. Der Chimpanse. Das ist ein cooler Name. Chimpanse. Okay, ein Harvest Golem ist relativ gut noch für uns. Und ein Totem hinterher. Hoffentlich kriegt er keinen Taunt. Ah, ein Heal. Ein Heal-Totem. Das ist so eine Sache immer mit den Heal-Totems. Crackle, haut er auf unseren Taunt drauf. Wie viel machen wir denn jetzt? 2 und 4. Oh, nice. Nice, nice, nice. Zack, das wären dann schon mal 3 und 5 sind 8 und haben wir gewonnen. Jawohl! Hier noch ein Flame Imp, den hauen wir jetzt auch nochmal raus. Jetzt gucken wir einfach mal hier. Zack. Und zack. Und da gibt er auf. Da gibt er einfach auf. Well played, my friend. Well played. Jawohl! Haben wir wieder ein Standchen dazu gekriegt. Und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren oder bei einem meiner anderen Let's Plays vorbeizuschauen. Bis die Tage denn. Mein Name ist Grawl. Bis dann. Tschüss.